Herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Götsch. Ich bin gelernter Büchsenmacher und ich lebe seit 1982 in Finnland. Heute möchte ich euch einige Vihtavuori Büchsenpulver vorstellen. Im Moment fertigt Vihtavuori 15 verschiedene Büchsenpulver. Und es werden immer mehr. Hier das neue N555. Einige von euch werden jetzt fragen, kommt man nicht auch mit weniger Pulvertypen aus? Für die 6,5 Creedmoor wurde das N555 entwickelt. Das N555 eignet sich aber auch für andere Büchsenpatronen. Vihtavuori fertigt die 100er Serie und die 500er Serie. Bei der 500er Serie ist die Oberfläche spezial behandelt und daher ist die Energieausgabe etwas größer. Bevor ich auf die unterschiedlichen Pulver eingehe, möchte ich euch den Unterschied zwischen einem offensiven und progressiven Pulver darstellen. Links das schnell abbrennende N110, rechts das langsam abbrennende N160. Die Pulverzusammensetzung ist immer die gleiche. Die Abbrandgeschwindigkeit wird durch die Korngröße geregelt. Beginnen wir mit den schnell abbrennenden oder offensiven Pulvern wie dem N110 oder N120. Diese Pulver wurden für kleine Hülsen wie der 22 Hornet oder 222 Remington entwickelt. Diese Pulver eignen sich aber auch sehr gut für geradwandige Hülsen wie zum Beispiel der 4570 oder 444 Marlin. Ebenso für Revolverpatronen wie zum Beispiel der 357 Maximum oder 44 Magnum. Das N130. Das Pulver ist äußerst vielseitig und eignet sich für viele Kaliber in der Klasse der 5,6 mm und hervorragend für alle Patronen, die die 22 Russian als Ausgangshülse haben. Ich selber verlade das N130 in der 223 und der 8x64 mit dem leichten 7,8 Gramm O-Tip Geschoss. Es eignet sich sehr gut für die 223 mit mittelschweren Geschossen, alle 6 mm Kaliber, leichte Geschosse in der Gruppe der Kaliber 6,5 mm, der 308 mit bis zu 10 Gramm schweren Geschossen, der 8x57 bis zu 9,3x62 mit leichten Übungsgeschossen. Hier das N140 und das N540. Beides sind mittelschnelle und äußerst vielseitige Pulver. Sie eignen sich angefangen von der 243 bis zur 375 Holland-Holland. Solltet ihr eine kurzläufige Büchse im Kaliber 757, 765 oder 3006 führen, so solltet ihr euch noch einmal das Video über das 540er Pulver anschauen. Das N140. Es eignet sich angefangen von der 223 mit schweren Geschossen, über die 243, der 308, der 8x57, über die 9,3x62 und 74 bis hin zur 375 Holland-Holland. Das N150 und das N550 sind langsam abbrennende Pulver. Die N150 und N550 Pulver eignen sich hervorragend für schwere Geschosse, angefangen bei der 243 über die 8x64 bis zur 375 Holland-Holland. Das N160 und das N560 wurden speziell für Magnum-Patronen entwickelt und die Lauflänge sollte mindestens 60 cm betragen. Die N160 und N560 Pulver wurden für Magnum-Patronen entwickelt. Sie eignen sich aber auch sehr gut für kleine Hülsen mit schweren Geschossen, wie der 6,5x55. Für Patronen wie die 338 Lapur Magnum wurde das N565 entwickelt. Es eignet sich aber auch sehr gut für diverse 300er Magnum Patronen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.